Ja, hallo und willkommen zurück zu Silent Hunter 5. In der letzten Folge haben wir Rauch am Horizont gefunden. Dort. Das sieht nach Kriegsschiff aus. Zwei Schornstein. Schornstein. Und wir tuckern derzeit in Richtung 270, 275 ungefähr. So. Die Peilung des Schiffes war 308 ungefähr. Das heißt 52 Grad. Hier liegt das ungefähr von uns. Wie das wirklich hier irgendwo sein? Was wäre denn hier die Entfernung? Von hier bis hier. Ach, das ist ein bisschen was. Ich glaube, sowas ist ja eigentlich bei Spielen immer relativ genau, solche Markierungen. Darum glaube ich, dass die in diese Richtung fahren. Hier irgendwo sind die. Fahren, glaube ich, in diese Richtung. Und werden dann wieder zurückkommen. Wenn das die Taskforce ist. Ich gehe davon aus, dass das die Taskforce ist, weil es sieht nach einem Kriegsschiff aus. Wir haben zwar bisher nur eins gesehen. Aber wir gehen einfach mal davon aus. So, darum werde ich jetzt den Kurs wechseln. Ich hoffe, dass ich die abfangen kann. Ich werde mal... Ja, komm. Komm. Mal hier oben ansetzen. Kurs von 175 nehme ich mal. Neuer Kurs 1, 7, 5 Grad. Passt. Äußerste Fahrt voraus. Die letzten Videos waren relativ klein, muss ich sagen. Auch das letzte Video, was 20 Minuten geht, das war nur 1 GB groß. Es hat zwar trotzdem irgendwie 2-3 Stunden gedauert, das hochzuladen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich werde nicht mit so vielen Schnitten arbeiten. Weil viel Zeit werden wir auf jeden Fall auf der Karte verbringen. Und dann werden die Aufnahmen nicht so groß. Oh, mein Fernglas funktioniert wieder. Das ist schön. Das freut mich. Ruder 0 Grad, dann machen wir einen neuen Fixpunkt oder lassen uns einen neuen machen. Okay. Erschreckend. Oh, guck mal. Hallo. 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 Wer guckt? Der Dieter. Aha. Das stört mich ja schon ein bisschen, diese Dinger hier. Aber gut.
So. Wenn wir Richtung bzw. Kurs 175 fahren, dann müsste das Schiff ja ungefähr das, ich sag mal, zunächst feindliche ungefähr Peilung 38 liegen. Gucke mal. Zwei Stück. Das scheint definitiv die Taskforce zu sein. Die sind noch relativ weit weg. Ich hoffe ja wirklich, dass ich die einholen kann. Wir werden ein bisschen mutig sein, weil wir brauchen unsere Geschwindigkeit. Die müssen wir ausnutzen und darum müssen wir über Wasser fahren. Darum werden wir etwas mutig sein. Wenn es brenzlig wird, tauchen wir ab. Wir gucken kurz, was für eine Tiefe unter Kiel ist. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt 107 Meter, Herr Kalloin. Das ist nicht wirklich viel. Ja, schauen wir mal. So weit müssen wir nicht ausfahren. Das bitte mit dem Seerohr. Ich mache eine, wollen wir das erstmal erkennen. Ich glaube, ich weiß schon, was das für ein Schiff ist. Ich habe es schon gesehen in dem Video. Das wird der sein. Wir machen mal so eine etwas ungenaue Entfernungsbestimmung. Was hat da eingetragen? 19,4 Meter. Oh, das wird sehr ungenau. Aber besser als nichts. So, 8034 Meter. Da kann unser Navigator da ein bisschen was rausholen. Wie machen wir da? Wir schauen mal, was das Teil für eine Geschwindigkeit hat. Speed 20 Knoten. Boah. Aber der wird nicht mit 20 Knoten fahren. Wir holen die ein, liebe Leute. Gut, ich gehe wieder da unten ans Angriffsseerohr und werde ein bisschen die Zeit beschleunigen. Auch.
nochmal die Entfernung. Ja, ist okay. So. Nein! Hat irgendwie Probleme mit der Maus. Beziehungsweise das Spiel hat Probleme mit der Maus. Ich weiß nicht, was das soll. Wieso macht er das? Nehmen wir so. Steady Meter. Ja, toll. 4000. müssen wir mal kurz meine Position stimmen. Gucke, ob der Geschwindigkeit und so ausrechnen kann. 13 Knoten, 127 Grad. Was? Q36? Ah, das ist gar nicht Q36, das ist Peilung 36. Ja, da muss ich auch ein bisschen klarer ausdrücken. So. Entfernung. Was habe ich gesagt? 4200. Peilung 36. Hey, komm. So, angeblich ein Kurs von 127 vorstellen. Egal, nehmen wir das einfach mal so hin. Ich fahre mit 16 Knoten. Boah, das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Mal schauen wir mal. Checken wir mal wieder die Entfernung. Vielleicht kann er ja hinten. Ich muss ein bisschen korrigieren.
Oh, der fährt bestimmt nicht den Kurs. 27. 11 Uhr, guck mal. 136. Das kann ich mir nicht vorstellen. 136, das ist... wäre so. Wir verfolgen das ein bisschen. 3000 Meter. So, guck das mal bitte. Da. Finde ich sehr schön. Boah. Das ist untertauchen. Das geht nicht. Sind sie ja nicht feindlich. Oh. Nee, das ist auch sehr gut. Auf Zero-Tiefe gehen. Diese Maschinen stoppen. Auf E-Maschinen umschalten. Hauptballasttank fluten. Untertriebszelle fluten. Bugtiefenruder 8 Grad unten. Achterer Tiefenruder 2 Grad oben. Komm, gib Gummi. Ja. Tiefe beträgt 1, 0 Meter. Dieselmaschinen, stopp. Okay. Du, mein Freund. Ja, bitte, Herr Kaloin. Wirst... diesem Kontakt folgen. Konzentriere mich auf diesen Kontakt. Schwächer werdend. Peilung 6-1. Kriegsschiff, Peilung 50-9. Schwächer werdend. Kriegsschiff, Peilung 50-8. Schwächer werdend. Ich kriege mich nicht. Niemals werden wir sie kriegen. Kriegsschiff, Peilung 50-7. Schwächer werdend. Dann machen wir nochmal so eine blöde Bestimmung. Kriegsschiff, Peilung 50-6. Schwächer werdend. So. Kriegsschiff, Peilung 50-5. Schwächer werdend. Kriegsschiff, Peilung und 50. 4. Schwächer gebackt. Aber prima. Hm. Kriegsschiff, Peilung und 50. 3. Schwächer werdend. Oh. Wie weit bist du denn weg? Kriegsschiff, Peilung und 50. 3. Schwächer werdend. Der denn? Taucht der unter? So kann ich doch keine Position. Entfernungs. Kriegsschiff, Peilung und 50. 2. Schwächer werdend. Nur den hier.
schalte mal auf. Geleitzug in Sicht. Kurs 1, 7. Kriegsschiff, Peilung und 50. 1. Schwächer werden. Ziel erfasst! Kriegsschiff, Peilung und 50. 1. Schwächer werden. Ah, 2 Kilometer so weit weg. Wir befinden uns ja auch noch Peilung im Krieg. Und 50. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 9. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 8. Schwächer werden. Oh, vielleicht können wir den dahin kriegen, aber glaube ich auch nicht. Kriegsschiff, Peilung und 40. 7. Schwächer werden. Was ist denn mit dem? Kriegsschiff, Peilung und 40. 6. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 5. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 4. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 3. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 40. 2. Schwächer werden. Ich weiß nicht, also... Kriegsschiff, Peilung und 40. 1. Schwächer werden. Bei dem hier kann ich nichts bestimmen. Kriegsschiff, Peilung und 40. Schwächer werden. Der scheint tauchen zu wollen. Kriegsschiff, Peilung und 30. 9. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 30. 8. Schwächer werden. Vielleicht das Teil jetzt einfach mal runter. Kriegsschiff, Peilung und 30. 7. Schwächer werden. Das Ganze mit dem Beobachtungsrohr. Kriegsschiff, Peilung und 30. 6. Schwächer werden. Er scheint ja auch tauchen zu wollen. Kriegsschiff, Peilung und 30. 4. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 30. 2. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 30. 1. Schwächer werden. Hä? Kriegsschiff, Peilung und 20. 9. Schwächer werden. Neues Ziel wird erfasst! Kriegsschiff, Peilung und 20. 7. Schwächer werden. Checken wir nochmal von dem Teil die Entfernung. Das ist ein ganzes Stück weiter weg. Kriegsschiff, Peilung und 20. 5. Schwächer werden. Ja, machen wir einfach. Neues Ziel wird erfasst! Kriegsschiff, Peilung und 20. 4. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 20. 3. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 20. 2. Schwächer werden. Kriegsschiff, Peilung und 20. Schwächer werden. 1700, damit der andere. Kriegsschiff, Peilung 19. Schwächer werden. Ich weiß es nicht.
aber ich kann auch so keine Fernbestimmung machen. Kriegsschiff, Peilung 17. Schwächer wird. Ich kann zeigen, dass er viel weiter weg ist. 1100. Okay. Kriegsschiff, Peilung 15. Okay. Schwächer wird. Ich muss Pause machen. Aber wir können nicht angreifen. Der Krieg ist noch nicht ausgebrochen. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Kriegsschiff, Peilung 13. Schwächer wird. Ziel erfasst. Kriegsschiff, Peilung 11. Schwächer wird. Verdammt. Kriegsschiff, Peilung 9. Schwächer wird. Kriegsschiff, Peilung 6. Schwächer wird. Der dreht, okay. Der dreht. Dreht der andere auch. Kriegsschiff, Peilung 3. Schwächer wird. Hä? Wo denn der andere? Kriegsschiff, Peilung 0. Schwächer wird. Ziel erfasst! Hä? Die will ich doch gar nicht. Kriegsschiff, Peilung 3, 5, 6. Schwächer wird. Ziel erfasst! Die will ich doch gar nicht. Neues Ziel wird erfasst! Peilung 3, 5, 3. Schwächer wird. Ziel erfasst! Kriegsschiff, Peilung 3, 5, 0. Schwächer wird. Ziel erfasst! Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 7. Schwächer wird. Neues Ziel wird erfasst. So. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 4. Schwächer wird. Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 1. Schwächer wird. Und ich werde jetzt hier anhalten. Kriegsschiff, Peilung 3, 3, 8. Schwächer wird. Maschinenstopp. Denn ich glaube, die kommen wieder zurück. Kriegsschiff, Peilung 3, 3, 5. Schwächer werdend. Kriegsschiff, Peilung 3, 3, 2. Schwächer werdend. Und, ja, ich mache hier, glaube ich, einen kleinen Cut. Kriegsschiff, Peilung 3, geh mir eine Rauchen auf dem Schiff. Schwächer werdend. Schön im Torpedoraum. Zünde ich mir eine Fluppe an. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Peilung wenn ich näheres weiß. 2, 7. Schwächer werdend. Ja. Wir haben Flugzeuge entdeckt. Ein Gruß der deutschen Luftwaffe. Hallo da oben. Ihr seht euch uns bestimmt. Ah, guck mal. Guten News. Ja, der Mond geht unter. Krieg ist immer noch nicht ausgebrochen. Ich bin aufgetaucht. Da hinten ist der Geleitzug bzw. die Taskforce. Ich habe einen Kontakt gemeldet bekommen. Hier so ungefähr. Dass es ein Kriegsschiff ist. Vielleicht ein deutsches. Wer weiß. Wir gucken mal kurz auf unsere Missionsziele. Wo wären die denn? Da. Das haben wir erledigt. Ja, im Prinzip haben wir unsere Hauptmission erledigt. Sind ja Secondary Objectives. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn der Krieg ausbricht. Bis gleich. Ja, hallo.
Schaut doch mal. Ich bin gerade auf Seerohrtiefe. Die Dinger sind tatsächlich zurückgekommen. Und wir haben zwar keine Nachricht bekommen, komischerweise, aber hier. Take any Polish shipping entering or leaving the Danzig Bay Area. Wir dürfen die Polen angreifen. Das heißt, es ist Krieg. Juhu! Und wir schalten diesen Freund hier direkt mal auf. Neues Ziel wird erfasst! Ich würde gerne vorher wissen, wo genau ich bin. Stimme mal meine Position. Ach, brauche ich gar nicht. Hat er hier schon gemacht. Wo ist denn der C? D. Hier. Müssen wir dann. Fünf Knötchen. Kleine Fahrt. Genau. Jetzt werde ich von dem guten Menschen die Position bestimmen. Habe ich den schon aufgeschaltet. Verfolgt den mal. Es sieht gut aus. Muss ich sagen. Es ist zwar dunkel, was mir jetzt gerade gar nicht gefällt. 1381, das hört sich gut an. Ich werde direkt mal stoppen. Maschinenstopp! So. 1381. Erstmal gucken wir, welchen Kurs ich nehme. Das müsste ich hier eigentlich. Ich mach mal kurz auf Pause, weil das läuft jetzt alles so schnell und blub. 086. Schwupp. Entfernung war 1400, sagen wir mal. Oh. Peilung ist 23 Grad. Markierung. Der kommt auf mich zu, der kommt so auf mich zu, oder? Wahrscheinlich. Wir lassen mal ein bisschen die Uhr tickern und beobachten das Ganze. In der Zeit berechne ich den, obwohl dafür brauche ich ja die Uhr. Ich berechne mal so knapp den Speed. 109 Meter ist das Teil lang. Wir müssen uns beeilen. Ersten kriegen wir wahrscheinlich nicht. Elf Knoten. Nice. Haben wir ein kleines Päuschen. Elf Knoten.
Oh. Ziel wird erfasst! Dann bestimme ich nochmal eben kurz die Entfernung. Oh, der sehr nah dran ist. Eine Lage von 37 Grad. Schon durch bei mir. Okay. Wir versuchen es einfach. Ich glaube, es wird schief gehen. Hier passiert. Versuchen wir es. Und Rohr 1. Rohr 1. Los. Und Rohr 1. Wird geschlossen. Rohr 2. Los. Rohr 2. Wird geschlossen. Langsame Fahrt voraus. Ja, es war zwei Bahnen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ein Fehlschlag. Wir knöpfen uns ihm vor. Neues Ziel wird erfasst! Aufschalten. Entfernung bestimmen. Zack, zack, zack. Warte mal so hin. Okay. Ziel erfasst! Nein, das wollte ich nicht. Los, 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 geh wieder dran. Fahr dich aus. Ja, komm, kann
Je länger ich warte, umso genauer sind ist die Berechnung des Kurses, aber ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt den Kurs von dem dahin berechnen. Neues Ziel wird erfasst! Nein, habe ich doch. Nein, was tust du? Ziel erfasst! Blub, 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 blub. Die Entfernung ist 550 ungefähr. Hallo, es ist 14. Oh, ich muss mich beeilen. Das wollte ich ja gar nicht nehmen. Weg. So, meine Lage zu ihm ist 43 Grad. Ups. Dem Ziel bitte nicht mehr folgen. Wir öffnen Rohr 3 und 4. Und ich glaube, die Torpedos zünden auf eine solche Entfernung, auf so eine kurze Entfernung. Aber wir versuchen es. Ich lasse wieder die Zeit laufen. Wieder Torpedo Rohr 3 aus. Rohr 3, feuert! Rohr 3, wird geschlossen! Rohr 4, los! Rohr 4, wird geschlossen! Der zündet bestimmt nicht.
Hatte ich nicht eben gesagt, ich möchte kleine Fahrt zurück machen? Ja, klasse. Noch kleine Fahrt vorwärts. Damit ist die Sache durch. Wir haben die Ziele nicht gekriegt. Wir werden jetzt die Torpedos nachladen und sehen uns dann in der nächsten Folge.